Die Methode Strukturlegetechnik besteht aus 5 aufeinander aufbauenden Schritten. Das Ziel? Die Lernenden systematisieren und vernetzen die Inhalte in einer eigenen Struktur. Auf diese Weise können sie die zentralen Begriffe und ihre Zusammenhänge begreifen und wiedergeben. Ausgangspunkt sind 20 bis 30 wichtige Begriffe aus dem bearbeiteten Thema. Die Lehrkraft erstellt zu jedem dieser Begriffe eine digitale Karte. Alle Lernenden benötigen ein digitales Endgerät sowie Zugriff auf Internet, Bücher und gegebenenfalls weiteres Lernmaterial. Außerdem braucht es eine Projektionsmöglichkeit. Die einzelnen Schritte im Überblick. Einstieg. 1. Kartenmemory. 2. Sortieraufgabe. 3. Dreiergespräch. 4. Abgeordnete. 5. Strukturlegen. Beim Einstieg geht es um die Erarbeitung des Themas. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Die Lernenden lesen in Einzelarbeit den Text bzw. die Texte und markieren zentrale Inhalte. Bei einem komplexen Thema kann alternativ die Lehrkraft eine Hinführung bzw. eine Wiederholung des Inhalts übernehmen. Der erste Schritt heißt Kartenmemory. Das Ziel besteht darin, dass alle Lernenden sich die Begriffe einprägen. Das passiert zunächst alleine, danach mit einer Arbeitsgruppe. Zu Beginn werden die von der Lehrkraft ausgewählten Begriffe auf 3 digitale Stapel verteilt. Im Plenum sehen alle gemeinsam die Stapel auf einer digitalen Tafel oder Leinwand. Die Lehrkraft liest jetzt die Begriffe des ersten Stapels langsam vor, Begriff für Begriff. Die Karten bleiben verdeckt. Es folgt 1 Minute Merkpause für die Lernenden. Beim 2. Stapel wird jede Karte langsam und Begriff für Begriff durch Aufdecken der Karten gezeigt, aber nicht vorgelesen. Auch hier folgt 1 Minute Merkpause, während der alle Begriffe von Stapel 2 sichtbar sind. Danach werden die Begriffe wieder ausgeblendet. Vom 3. Stapel werden die Begriffe sowohl vorgelesen als auch gezeigt. Auch hier folgt 1 Minute Pause zum Einprägen. In der 2. Phase des Kartenmemories versuchen alle Lernenden, möglichst viele der genannten Begriffe in beliebiger Reihenfolge auf ihrem Gerät zu notieren. Dies geschieht in Einzelarbeit. Für die nächste Phase werden Arbeitsgruppen zu dritt oder viert gebildet. Jede Gruppe komplettiert die Begriffe an einem gemeinsamen Gerät. Abschließend kommen alle für ein Plenum zusammen. Die Lehrkraft zeigt alle Begriffe, indem sie die digitalen Karten aufdeckt. Schritt 2 ist die Sortieraufgabe. Hier überprüfen die Lernenden ihr Wissen. Die Lehrkraft stellt den Lernenden die digitalen Karten mit Begriffen zur Verfügung. Die Begriffe werden nun in 2 Stapel sortiert. Den Stapel »Weiß ich« und den Stapel »Weiß ich nicht«. Jetzt wird in Einzelarbeit gearbeitet. Eine Arbeitsanweisung gibt zusätzliche Informationen und erklärt insbesondere, wann eine Karte auf den »Weiß ich«-Stapel gelegt werden kann. Das kann bei Vokabeln zum Beispiel eine Übersetzung sein. Bei Konzepten kann die Bedingung lauten, ich kann 1 Minute zu diesem Begriff sprechen. Die Lernenden arbeiten nun alle Karten einzeln durch und verteilen sie entsprechend auf die 2 Stapel. Der nächste Schritt ist das Dreiergespräch, das aus 3 Phasen besteht. In der 1. Phase arbeiten die Lernenden mit den Karten weiter, die vorher auf ihrem Ich-weiß-nicht-Stapel gelandet sind. Dafür treffen sie sich in Gruppen an einem Tisch und machen auf ihren Geräten jeweils die 2 Stapel sichtbar. Gemeinsam sichten sie ihre Ergebnisse. Danach besprechen sie die Karten der Weiß-ich-nicht-Stapel. Hierfür wird die fragliche Karte von einer oder einem Lernenden erklärt, die oder der die Karte auf dem eigenen Weiß-ich-Stapel liegen hatte. Für alle Karten, die weiterhin auf dem Weiß-ich-nicht-Stapel verbleiben, werden die Erklärungen gemeinsam recherchiert. Hierfür können Internet, eigene Notizen, Unterrichtsmaterial oder die Lehrkraft herangezogen werden. Für die 2. Phase nutzt die Gruppe gemeinsam ein Gerät. Alle Begriffe liegen als digitale Karten verdeckt. Nun wird reihum von einer oder einem Lernenden je 1 Karte gezogen und der Begriff für die Gruppe erklärt. Nach der Erklärung muss eine 2. Person diese Erklärung wiederholen. Nachdem alles richtig erklärt wurde, zieht die 2. Person die nächste Karte und erklärt den Begriff darauf. Eine 3. Person wiederholt die Erklärung. So werden reihum alle Begriffe 2-mal erklärt. Für die abschließende 3. Phase treffen sich noch einmal alle gemeinsam im Plenum. Hier können offene Fragen geklärt und Unklarheiten beseitigt werden. Schritt 4 trägt den Namen Abgeordnete.
Die Lehrkraft wählt besonders wichtige, schwierige oder erklärungsbedürftige Begriffe aus und ordnet sie einzelnen Gruppen zu. In den Gruppen wird der Begriff besprochen und entschieden, wer ihn vor der Klasse erklärt. Diese Person ist der oder die Abgeordnete und erklärt den Begriff freisprechend vor dem Plenum. Falls nötig, wird danach gemeinsam ergänzt oder korrigiert. Anschließend erklärt eine Person aus der nächsten Gruppe den folgenden Begriff. Diese Übung dient dem freien Sprechen und der Sicherung der vorhergehenden Gruppenarbeitsphase. Die anderen Gruppen hören den Erklärungen der Abgeordneten zu und können mit roten und grünen Karten versehen den Erklärungen zustimmen oder sie ablehnen. Die Lehrkraft erkennt, inwieweit die Kartenbegriffe verstanden und aufgenommen wurden und wird bei einer Mehrzahl roter Karten eine weitere Klärung verlangen. Das Strukturlegen ist der fünfte und letzte Schritt. Die erste Phase erfolgt in Einzelarbeit. Die Lernenden ordnen alle Karten in einer für sie sinnvollen Struktur an. Dafür können auch Linien zwischen den Karten und zusätzliche Beschriftungen eingefügt werden. In der zweiten Phase wird daraus eine Partnerarbeit. Wer die eigene Strukturlegung beendet hat, sucht einen Partner oder eine Partnerin, um sich gegenseitig die gefundenen Strukturen zu erklären. Da es meist mehrere Lösungsmöglichkeiten gibt, können die Lernenden verschiedene Varianten einer Struktur kennenlernen. Falls Unstimmigkeiten auftreten, kann eine weitere Zweiergruppe oder die Lehrkraft hinzugezogen werden. Das war die Strukturlegetechnik. Jeder Schritt kann selbstverständlich auch einzeln eingesetzt werden.